Guten Morgen, Deutschland. Leute, ich bin heute Morgen total irritiert, ja, also total. Ja. Also seit gestern Abend ist ja in Hamburg Party. Ja, also nein, nicht nur in Berlin, auch in Hamburg. Ja. Da ist ein junger Mann aufs Rollfeld gestürmt am Hamburger Flughafen und hat da ein bisschen Party gemacht, ein bisschen kleines Feuerchen, ein bisschen Babule. Ja. Und die Medien haben da direkt geschrieben. Ne. Also dieser junge Mann ist deswegen da und es geht um Sorgerechtsstreit und tralala und hopsasa und ja, und dann kommt das ZDF. Ja. Und liebe Bundesbürger, das ZDF sagt euch selbstverständlich, was das für ein junger Mann ist, nicht wahr? Bekannt ist, er möchte auf Türkisch angesprochen werden, was aber im Umkehrschluss nicht unbedingt heißt, dass er türkischer Staatsbürger, Angehöriger oder mit dem Migrationshintergrund der Türkei ist. Nur, dass wir das heute Morgen klargestellt haben, ja. Also sollte mir so etwas mal widerfahren, ja. Liebe Dienststellen da draußen, ja, ich möchte gerne in Klingonisch angesprochen werden, ja. Bitte, ja, also wenn dann richtig, ja. Und wenn schon irgendwelche Verurteilung, ja, dann bitte vor dem klingonischen Hohen Rat. Danke, wunderbar. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Deutschland wieder mal at its best heute Morgen. Ja. Habt ihr diese Bilder aus Berlin gestern gesehen? Dieses deutsche Fahnenmeer, dieses schwarz-rot-goldene Fahnenmeer, diese ganzen Fans der Freiheit gestern. Super! Aber noch besser als die Landnahme in Berlin, ja? Alter, die Kaffeebestellungen. Die Kaffee, das ist ja sowieso immer so ein Ding. Ne? Wenn du auf einer Demo bist, ne, dann hast du ja zwei kleine Probleme. Ne? Du hast laufend Durst und du musst laufend Pipi machen. Ne? Und gestern sah das bei den deutschen Fans da draußen so aus. Ja? Also beim Starbucks. Ne? Ja, genau. Also ich persönlich muss ja auch sagen, also der Starbucks-Kaffee ist total überbewertet, ja. Also ich finde jetzt auch nicht unbedingt, dass diese amerikanische Kaffeebude die beste Bude der Welt ist, ja. Aber Leute, müsst ihr immer direkt übertreiben. Also wirklich, ja. Also wir können doch mal zusammenfassen, das, was wir gestern gesehen haben, hat dafür gesorgt, dass Deutschlands Mainstream-Journalisten total durchdrehen. Also ich frage mich heute Morgen allen Ernstes, ja, wer sind hier eigentlich die Rechtsextremen in diesem Land? Alter Schwede. Leute, ich wünsche euch heute einen super Sonntag in diesem wunderbaren Deutschland.